Lass uns mal noch ganz zum Schluss, weil ich es auch gerade bei uns im Chat lese, mal noch über zwei deiner Ex-Fahrer sprechen. Zum einen mal noch kurz über Nyck de Vries, der ja auch so ein bisschen in der Kritik steht, kann man sagen. Viele sprechen davon, dass er schon so ein bisschen angezählt ist. Aus 5 Rennen eine ziemlich magere Bilanz. Platz 12 in Bahrain als solides Ergebnis. Die anderen 4 Rennen lief es leider nicht so. James Wall steht ja noch hinter Nyck de Vries, aber viele Unfälle sollte er sich nicht mehr irgendwie nicht mehr fabrizieren, oder? Ja, ich habe in Miami mit ihm gesprochen. Er ist sich schon bewusst, dass das besser werden muss. Und er war auch überrascht, dass über die schlechten Ergebnisse, die er hatte. Aber da gibt es natürlich immer relativ viele Begründungen mit den neuen Reifen, mit dem neuen Auto, mit den Abstimmungen, mit den Ingenieuren muss man zurechtkommen. Also es ist nicht so, man sieht es ja an den anderen Rookies. Auch er ist ja im Prinzip ein Rookie in der Formel 1, wie die anderen auch. Und das ist nicht einfach, weil man einfach die Gelegenheit nicht hat, das Auto vorher zu testen. Außer in 3 Tagen, eine Woche vor der Saison, wo man sich das dann mit dem Teamfahrer noch teilen muss. Also es sind 1,5 Tage. Und sich da an ein Auto und ein Team zu gewöhnen, ist schon sehr, sehr schwer. Und ich denke, man muss einem jungen Fahrer, einem Fahrer, der ein Rookie ist und reinkommt, dem muss man eine gewisse Eingewöhnungszeit geben. Mich eben vertan, meinte nicht James Wall, sondern Franz Tost Ja. zu Logan Sargeant auch noch. Aber einen Satz mal noch kurz zu Nyck de Vries. Siehst du da so ein bisschen die Gefahr, dass er vielleicht noch in der laufenden Saison vielleicht sein Cockpit verlieren könnte? In der Formel 1 ist nichts unmöglich, oder? Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass während der Saison Fahrer ausgetauscht wurden. Siehst du Aber die Gefahr? solange der Franz hinter ihm steht, denke ich, ist das ehrlich gemeint und er wird ihm die Chance noch geben. Und wenn wir auch mal noch über einen, ja, quasi über einen Fahrer sprechen, den du ja letztes Jahr zum Team geholt hast, eben Logan Sargeant. Wie siehst du da seine momentane Situation? Auch nicht arg viel besser momentan, oder? Man muss unterscheiden, er hat den Speed. Ja, er ist schnell, er hat den Speed, er macht Fehler. Das war klar, dass ein junger Fahrer, wenn er hinkommt, in die Formel 1 kommt, als Rookie, dass er Fehler macht. Die macht er, die muss man ihm zugestehen, aber er hat den Speed. Und ich denke, ein Fahrer, der den Speed hat, den auf Zuverlässigkeit zu bringen und auf die Ausdauer, das ist möglich, aber ein langsamer Fahrer, der nur zuverlässig ist, der wird nie schnell. Und ich denke, er hat da den richtigen Ansatz. Er ist schnell, er muss auch was riskieren. Und man muss was riskieren. Also, wenn man sieht, wie eng das Mittelfeld und die hinteren Teams zusammen sind, dann geht es ohne Risiko, geht da gar nichts. Und da hat er natürlich so viel weniger Erfahrung als die anderen oder die meisten von den anderen. Man sieht es auch, der Piastri tut sich auch relativ schwer. Hat jetzt ein gutes Ergebnis gehabt, aber er tut sich auch sehr schwer. Liegt das auch alles so ein bisschen daran, dass es einfach viel zu wenig Testgelegenheiten gibt? Wenn man mal überlegt, zum Beispiel Baku, hatten wir ein freies Training, der ganze Samstag stand im Zeichen des Sprints, also da gab es kein zweites, geschweige drittes Training. Ist das ein Problem eben auch? Klar, es gibt ja Strecken, die sowohl Nyck de Vries als eben auch Logan Sargeant ja schon kennen, aber eben auch Strecken, die noch nie gefahren sind. Ja, auch Baku, man muss sehen, dass auch wenn sie die Strecke kennen, sie waren nie im Formel 1 auf der Strecke. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied, ob man in Formel 2 oder Formel 3 auf der gleichen Strecke fährt oder mit dem Formel 1. Und dann hat man den Nachteil gegenüber denen, die schon in Baku mit dem Formel 1 Auto gefahren sind und die letzten Jahre gefahren sind. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man dann nur ein freies Training hat und ich glaube, der Logan konnte auch im ersten freien Training nicht viel fahren. Also dann sofort ins Qualifying zu gehen, ist schon extrem schwer. Und wir sagen, es gibt es zu wenig. Einige, die sagen, es sind zu wenig, die anderen sagen, es reicht, ist in Ordnung so. Wenn man die Erfahrung hat und ist jahrelang dabei, dann reicht das. Und für einen Rookie ist es eben wirklich extrem schwer. Und ich denke, man muss da aufpassen, dass man in Zukunft auch noch junge Fahrer reinbringen kann, die dann entsprechende Erfolge haben können, relativ zügig. Weil wenn die erstmal 3 Jahre hinterher fahren, dann wird es sehr schwer sein, Rookie reinzubringen.
Ein Satz mal noch. Du erinnerst dich ja noch an unser erstes Interview, was wir letztes Jahr geführt hatten. Das war ja nach der Sommerpause zum Belgien Grand Prix. Da hattest du ja damals davon gesprochen, dass ja Nicolas Latifi 3 Rennen Zeit bekommt, sich zu bewähren. Man spricht auch so ein bisschen bei Nyck de Vries von einer 3-Rennen-Frist. Würdest du die ihm, wenn du jetzt noch bei Williams oder auch bei AlphaTauri, ist ja egal jetzt bei welchem Team, wenn du ja Teamchef wärst, würdest du jetzt schon eine Frist setzen oder ist das noch viel zu früh in der Saison? Das war eine ganz andere Situation. Nicolas war im dritten Jahr und es ging darum, wird sein Vertrag verlängert oder wird er nicht verlängert. Und er war kein Rookie in dem Sinne und das war auch gegen Ende der Saison. Und wenn wir sagen, das war nach den Europarennen nach der Sommerpause, das war bis Anfang September. Und bis Anfang September muss ein Team sich entscheiden, wie die Fahrer. Konfiguration für die nächste Saison ist. Also für Nyck de Vries ist meiner Ansicht nach noch viel zu früh. Bei Logan Und Sargent. ich glaube, mit dem Logan Sargeant ist überhaupt kein Thema, weil das war ganz von Anfang an klar, dass man ihm mindestens 2 Jahre geben muss und dass er Fehler machen kann. Und ich glaube, er ist da, wo man ihn erwartet hat. Also da gibt es keinen Grund, nicht hinter ihm zu stehen oder ihn nicht zu motivieren und weiter zu fördern. Hast du mit ihm auch sprechen können, als du in Miami warst? Ja, klar. Und was sprach er so? Also wie ist momentan da so? Also stand Miami momentan so seine Stimmung zufrieden oder auch so ein bisschen selbstkritisch, dass er sagt, ich muss noch ein bisschen härter arbeiten? Was sagt er so? Aber er arbeitet sehr hart, ist sehr viel im Simulator und arbeitet wirklich hart, ist körperlich fit. Ist klar, dass er braucht die Erfahrung, er braucht einfach Kilometer. Und er sieht, dass er den Speed hat, er hat die Unterstützung der Ingenieure und des Teams. Und das ist extrem wichtig, weil nur dann kann er sein Selbstvertrauen behalten und kann auch besser werden. Und man muss auch sehen, das Team hat auch in der jetzigen Situation noch nicht immer die gleichen Teile für alle Fahrer. Ja, er hat Teile erst bekommen zum Qualifying und die der Alex schon hatte. Und wenn man nur einen Satz oder 2 Sätze muss man mindestens haben, weil sonst muss, wenn was im Qualifying kaputt geht, dann braucht man das gleiche Teil fürs Rennen, weil ja danach Parc Fermé ist. Das macht es auch nochmal schwer, für den zweiten Fahrer immer die gleichen Teile zu haben. Und wenn man neue Teile hat und kann nur ein Fahrzeug ausrüsten, dann rüstet man natürlich das Fahrzeug aus, wo man die höchste Wahrscheinlichkeit für Punkte hat. Und dann versucht man, die nächsten Teile möglichst schnell zu bringen und dann beim nächsten Rennen zu haben, dass der zweite Fahrer die hat. Daher ist es auch immer sehr schwer, dann zu vergleichen. Das kann eigentlich nur im Team verglichen werden, wie die Zeiten der 2 Autos zueinander sind. Und da hat er bisher einen guten Job gemacht und er hat das volle Vertrauen des Teams. Zum Schluss mal noch die Frage. Allgemein bist du mit Williams jetzt so nach 5 Rennen, die wir jetzt bisweilen gesehen haben, wie zufrieden? Ja, ich denke, das Auto ist gut, oder? Ich denke, das ist das siebtschnellste Auto, plus minus eins je nach Rennen. Und dafür haben sie zu wenig Punkte, aus verschiedenen Gründen. Also, wenn man das siebtschnellste Auto hat, dann muss man mindestens siebter auch in der Tabelle sein. Und ich glaube, sie tun sich im Rennen ein bisschen schwer. Der Reifenverschleiß scheint relativ hoch zu sein. Und das muss man jetzt rausfinden, woran das liegt und ob man die Situation verbessern kann. Ja, es geht nicht nur um gutes Qualifying, sondern der Rennspeed muss halt auch da sein. Und ich glaube, da arbeiten sie im Moment intensiv dran. Was ich so toll finde, wo ich immer wieder begeistert bin, ist Alex Albon, der das immer irgendwie schafft und auch zuletzt irgendwie ins Q3, was er irgendwie aus dem Auto rausholt, das begeistert und fasziniert mich zugleich jedes Mal wieder. Dir musst du auch irgendwie so ein bisschen das Herz aufhören, oder? Wenn du ihn dann da siehst, wie er da mit so einer gefühlten Leichtigkeit ins Q3 einzieht, oder? Ja, ich meine, das Auto muss es können. Wenn das Auto nicht kann, dann kann der beste Fahrer das nicht ändern. Aber der Alex holt natürlich immer noch mal ein Zehntel oder so extra raus. Und wenn man sieht, wie eng das zusammen ist, ich meine, der Alex ist in Q3 gekommen und im Q1 war der Unterschied in der Zeit vom Alex zum Logan waren nur 3 Zehntel. Ja, das ist für einen Rookie absolut in Ordnung. Die 3 Zehntel ist kein großer Unterschied. Das war aber der Unterschied von dem Q3 kommen zum letzten Platz.
Und natürlich die Schlussfrage, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gab es mal jetzt in diesen 5 Rennen mal eine Situation oder auch in Miami, wo du vor Ort warst, wo vielleicht James Walls dich mal so ein bisschen beiseite genommen hat und dich mal ein bisschen um Rat gefragt hat oder dich mal angerufen hat? In Miami haben wir kurz gesprochen und wir haben ja auch vor der Saison gesprochen und ich habe ihm ein Update gegeben, wie ich das Team sehe, wo ich denke, wo sie stehen, wo ich denke, wo anzupacken ist und was die Prioritäten sind. Und wir haben uns kurz unterhalten, er hat gesagt, Jost, das war toll, dass wir da gesprochen haben, weil das ist, war genau richtig und hat mir sehr geholfen, da die richtigen Stellen anzupacken. Ja, da Und sehen wir auch nochmal ein Bild. ja, und dann sagt er, mit dem Angebot, er kann jederzeit auf mich zukommen und Hilfe bekommen oder einen Tipp bekommen, wenn er das möchte. Das war ein Also super Gespräch in Miami. sollen wir vielleicht noch in die Bauchbinde künftig reinschreiben, Berater für Williams F1, oder? So ein Nee, ich bisschen glaube, beratende Rolle ist es noch, das oder? ist nicht Berater, sondern das ist sondern freundschaftliche Tipps. Das ist nicht Okay. beraten. Wenn er die haben möchte, dann bekommt er die. Ansonsten mache ich mir ja da auch keine Gedanken drüber. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.